sein. Und beim Let's Play läuft man ja normalerweise nicht durch die Wohnung, sodass man auch kein Genau. Quietschen hören kann. Ah, guck mal hier, unsere Rechnung geht auf. Guck mal, da hinten im Dunkelbereich spawnen sie. Und hier vorne nicht. Und sie wollen auch nicht Yeah! vorkommen. Dann können wir ab und zu hin und die einfach klöppeln. Ich lege jetzt alles ab und klopfe ein paar. Komm, wir greifen die an. Solange keine Creeper da sind, müssen wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hast du alles abgelegt? Beziehungsweise kannst du nichts Wichtiges Zwei Spinnen, verlieren? ein Skeleton. Ne, ich habe noch einiges. Ich habe jetzt nur mal durchs Türfensterchen geschaut. Im geduckten Zustand Vielleicht kannst du können wir das uns. machen. Vielleicht können wir hier auch bald mal mit Dingen arbeiten, mit Bögen. Wenn wir die Spinnen schon gefesselt haben. Und dann können wir uns auch irgendwann Betten machen, oder? Kann man nicht aus Spinnenseide auch Ah, irgendwann Bäume Spinnenseide. Ah, machen? stimmt. Ich habe vorhin noch überlegt, wir können uns eigentlich nie Bett machen, weil hier oben ja keine Schafe spawnen. Aber da hast du recht, Monsieur. Vier Boah, Spinnenseide ergibt eine Wolle. Wow. ich bin fast hin, ich Oh, bin fast oh, hin. oh. Rückzug, Rückzug, Boah, Rückzug. Vorsicht, Vorsicht, jetzt habe ich hier noch ein halbes Herz, Scheiße, Junge. Nein! 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 Oh mein Nein, ich bin Gott, tot. Alex Tür ist uns zum Verhängnis geworden. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Okay, warte mal, wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin im ewigen Penis. Moment, ich muss mich, glaube ich, mal zu dir porten. Ich falle ewiglich. Direkt da hier vor der Haustür Bin da, bin da, bin steht da. das Spinnchen. Ich habe jetzt auch nur noch 3 Herz. Wie sieht es denn eigentlich essenstechnisch aus bei uns? Ich glaube nicht so gut, oder? Ganz, ganz schlecht gerade. Ne, ne, ganz schlecht. Kacke. Vor allem, halt, das ist mein Schwert hier. Zum Glück habe ich. Wow, Okay, zum Glück habe ich das ich glaube, wir abgelegt. lassen jetzt die Angriffsnummer. Ich glaube, das ist. Ja, wir hätten. Ich meine, guck mal, das war nur Scheiße. Wir müssen es aber machen. Komm, das war Jetzt einfach mit wenig Kacke. Essen, willst du nochmal? Warte, lass mich vor. Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. Ich bin nur. Der erste Schlag von dir ging ja in meinen Kopf rein. Da hatte ich noch ein halbes Herz und dann haben wir uns gegenseitig die Tür zugehalten. Und man kann nur mit rechts die Tür aufmachen, weißt du, nur mit der rechten Taste. Okay, also ich hab jetzt zwei Spinnenfäden schon. Jetzt fiste ich noch ihn Da ist hier. ein Creeper ganz Und hinten. den Der wird Creeper wahrscheinlich auch noch. runterfallen, obwohl doch nicht. Die leuchten immer so geil. Creeper tanzt. Ja. Du hast deinen Pfeil in dir stecken, Bruder. Oh yeah, ich bin der gepfeilte Brüder. Ich habe was für dich zum Naschen. Das ist nicht schlecht, dass man die Türen nur noch so öffnen, so nutzen kann. Ich denke, man kann alles nur noch so nutzen mit Rechtskallig. Ich packe hier mal ein bisschen was rein. Ich kacke hier mal ein bisschen rein. Ja, und ich habe jetzt immer noch volles Herz. Also ich hoffe, es spawnen noch ein paar. Dann kann ich mich wieder angreifen. Da ist schon wieder ein Zombie, sehr gut. Wenn du willst, ich meine, wenn du von den Herz her so genau, dann kannst du an den Ja, ich Generator. gehe an den Wenn Generator du. und wenn ab und zu mal ein bisschen Rotten Flesh droppt, dann können wir das ja zu uns nehmen. Ja. Und ja. Mehr Rotten Flesh. Okay, ich muss mal kurz wegbleiben, dass die richtig spawnen können. So, meine erste Axt ist down. Es müsste unten noch eine liegen von Misch. Ja. Hier ist noch mehr Rotten Alash. Ich nehme jetzt aber wieder eins mit, das futter ich jetzt schnell. Weil da vorne sind jetzt wieder welche. Und dann kann ich mich immer noch aufladen. Wir müssen auch dazu sagen, ja, beziehungsweise muss ich, sprechen wir das am besten noch ab, Killer. Denkst du, es ist in Ja. Ordnung, wenn wir an den Cobblestone-Generator gehen, auch im Offline, um einfach Steine machen oder sollen wir alles Hardcore aufnehmen? Ich weiß nicht, ich denke, das schreibt ihr, liebe Zuschauer. Das müsst ihr uns schon schreiben. Ihr neuen Menschen, Also ich weiß. die nach 24 Stunden unser Let's Los. Play gesehen haben, nein, nicht. Ihr dürft das entscheiden. Schreibt uns. Also ich denke. Auf der einen, also ich meine, wir sind ja eh zu zweit. Theoretisch kann man ja eh, ne? Einer, also am besten machst du alles Actionmäßige und ich bin am Generator. Und du haust dir einfach jetzt die ganzen Rotten Flashes rein. Wir haben jetzt 4 Stück. Und dann fightest du einfach. Damit nicht ich rumfighte. Wäsche weh. Ah, jetzt sehe ich erst, dass es so Rotten Flash ist. Hier mit dem Texture Pack sieht das ein bisschen anders aus. Aber du kannst doch hier oben die Basis weiterbauen. Guck mal, ich wollte eigentlich in die Richtung hier. Ich wollte das hier abmachen, ne, und in die Richtung weiterbauen, dass wir unser Feld noch erweitern können. Dass wir den gesamten, den gesamten Dirt-Kram, den wir haben, verbauen können.
Die da hinten, weißt du, die Zombies, die sterben jetzt so oder so, wenn's Tag wird. Da sind jetzt noch zwei Skeletons und eine Spinne, dann haben wir schon genug Spinnennetze für ein Bett. Das ist ja schon mal ordentlich. So. Ich ordne kurz die Truhe neu. Seht euch mal diesen Himmel an, ey. Das ist ja wunderbar, ey. Was für eine Grafik, die da euch gebaut haben. Ich fass es nicht. Alter, guck mal, was da hinten wieder los ist. Wir zwei Spinnen, ein Zombie. Die verbrennen. Und wir hocken mittendrin. Das ist natürlich wunderschön hier, Skyblock. Das wäre natürlich nice, wenn man EP auch dann bekommen würde, ne? Aber ja, ich darf jetzt nicht alles verbauen. Haben wir noch was in der Kiste? Wir brauchen ja noch Äxte und so Sachen. Ja, ich wollte fragen, ob ich eine Axt haben kann, damit ich am Generator weiter werkeln kann, bevor ich eine neue mache. Also hier ist eine Axt und neun. Ah, hier ist ja noch ein ganzer Stack, sehe ich gerade. Also brauche ich mir eigentlich keine Sorgen zu machen. Ich nehme mir also einen Stack nochmal mit zum Bauen. So. Am Generator baue ich rum. Schalala. Ich muss aber auch sagen, also Skyblock hier ist richtig geil. Ich freue mich aber auch wieder auf die normalen Minecraft-Folgen, weil wir da diese Luftstadt jetzt bauen. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn es richtig läuft und wir einen gescheiten Aufgang haben. Ja. Beziehungsweise keine direkte Verbindung mehr zum Erdreich, dann wird das auch optisch richtig geil aussehen. Das sieht jetzt schon irgendwie fett aus, wenn man in der Bibliothek steht und durch die Glaswände da hochschaut, dann sieht es richtig nice aus. Richtig fett. Ja, ich will auch, dass es wie so ein schwebender Brocken, der ein Stück weiter weg ist, irgendwie so, dass es genau so aussieht, so richtig tight. Genau diesen Boba Fett. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal zumachen, weil wir jetzt eh noch nicht genug Kabel haben. Ich kann dir 30 geben. Mach die in die Truhe rein, ich habe hier ein bisschen was genommen. Das müsste jetzt reichen, um hier zuzumachen. Okay. Also wir haben noch fast einen Stack in der Truhe. Kannst ruhig noch die Hälfte davon, die davon abgreifen. So, dann hole ich mir jetzt mal den Dirt raus und werde ein bisschen die hier unsere Fläche ein bisschen vergrößern. Die wir zum Anbauen benutzen wollen. Damit wir natürlich auch ein paar Bäumchen auf einmal einpflanzen können. Weil ihr seht ja, wie lange das hier dauert. Das ist nicht schön. Natürlich, wenn wir Knochen nehmen, dann wäre das ja bombastisch, ey. Ja. Wir müssen unbedingt Skeletons. Haben wir nicht schon Knochen? Ah, warte mal, geh mal nach da hinten. Die Spinnen leben zwar noch, aber... Oh, jetzt habe ich hier so ein Ding kaputt gemacht. Ich Gras, danke. Jetzt muss ich den neu pflanzen. Egal, ich gehe mal kurz gucken. Die Spinnen müssten ja freundlich sein, ne? Hallo, Spinnies. Ja, da ist ein Knochen. Ah, nice. Oh, wie sie mich angreift, die verrückte Spinne. Und ich habe kein Schwert dabei, ist die dumm. Juhu! Warum greift ihr mich jetzt an? Weil Spinnen feindselig sind. Das ist eine Tagesspinne, egal. Ich habe wieder Augen und ich bin Level 2. Ich habe Knickmehl. Knochenmehl. Ich habe 3 Knochenmehl, damit können wir... Ach, obwohl, der eine Baum ist jetzt gewachsen, sehe ich. Soll ich jetzt dann doch warten? Weil die jetzt bestimmt auch ganz schnell wachsen, oder? Ja, wir können natürlich warten. Also auf jeden Fall mal in die Kiste safen. Bevor der Spawn verschwindet. Bam! Oh, wie? Ich kann das ja nicht auf die Erde auftragen. Wie das aussieht. Als ob du so einen Keks hättest, wo Creme Fraiche in der Mitte drin wäre. Nam nam nam, peng. Alter, guck mal nach oben. Die Stämme. Jede Menge Holz. Ich glaube, ich schnapp hier meine Axt und werde das direkt mal abbauen. Die ganze Scheiße hier. Ey, wir haben hier noch 6 Knochen. Oh mein Gott, das wird richtig fett. Eigentlich können wir alle verarbeiten. Knochen braucht man sonst gar nicht, oder? Nur für Hunde, aber wir können ja keine Hunde haben hier oben. Da haben Sie recht, Monsieur. Jetzt haben wir 20 Knochen mehr. Ja, wenn es so weitergeht, nehmen wir Holz zum Bauen. Weil wir davon mehr haben wie Cobblestone. Ja. Auf jeden Fall. Oh, schaut euch mal diese Sonnenstrahlen an. Alter Schwede, ich bin so begeistert von diesem Shader-Fetz hier. Guck mal, wenn du hier zwischen die Blätter hochguckst, dann ist das ja echt perfekt. Junge. Also. Absolut geil aus, wirklich. Und es gibt eigentlich keine nennenswerten Fehler oder Macken, die jetzt einfach der Shader-Mod hier hat. Also, wie gesagt, keine nennenswerten. Es gibt keine Mini-Pippi-Dinger, die aber nicht nennenswert sind. Und ja. So wie die Blätter wackeln, ja. So gehen auch die Sonnenstrahlen weg und kommen wieder. Also, das ist ja Crisis-Niveau oder so. Crisis muss ich da jede Menge abgucken. Ja, aber hallo. Die Leute von Crytek, die müssen mal schnell gucken, was ich mache. Boah, ist der Baum hoch? Warte mal, wir müssen den anderen Baum nutzen, um hochzuklettern. Wir müssen diesen Baum nutzen, um am anderen Baum hochzukalitern.
bauen eine Baumstadt in den Himmel. Boah, man kann ja ewig hochkrabbeln. Komm mal mit, ich habe hier so einen kleinen Aufgang gemacht. Yeah, ich bin ganz oben jetzt. Ich glaube, so hoch waren wir noch nie. Ja, das ist echt abartig, weil welche Form hier dieser Baum annimmt. Die Stämme wachsen in alle Richtungen mit diesem Knochenmehl. Ich glaube, wir arbeiten nur noch damit. Das heißt, nachts wird die Devise sein. Oh, Achtung. Ich bin hier gerade am... Hallo! Ich bin hier... Autsch. Ich bin hier gerade am abbauen, nicht dass du fällst. Ich merke gerade, ich alter Grasdackel bin hier hochgegangen, natürlich ohne Axt. Ich habe 20 Oak Woods. Das werden extrem viele Planks. Ja, mit dem Knochenmehl haben wir jetzt natürlich auch direkt Holz, wenn wir es haben wollen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, wir brauchen halt nur dieses Knochenmehl und Dinger. Saplings. Aber da habe ich allein jetzt schon wieder einen einstecken. Oh, wächst der Baum eigentlich über das Ding drüber? Über unsere Abgrenzung? Ah jo, wow, ich muss aufpassen. Ich krabbel hier drin gerade rum. Ist wie ein Baumhaus. Ah, du bist auch da oben, ich sehe dich. Oh, Achtung. Ich muss mein Blättchen hier wegbauen. Mein Blättchen, Vorsicht, ich baue hier gerade noch so ein Ding ab. Bleib mal auf dem, genau. So. Fallen wir ja aktiv? Ja, wir fallen aktiv. Okay, warte, ich werde jetzt erstmal hier. Oh, nee, das wird man nicht unbeschadet überstehen, wahrscheinlich. Ich werde jetzt erstmal hier, zack. Ja, hier geht's. Ja, das ist auf jeden Fall zurückkrabbeln. Jede Menge Holz. Guck mal, hier drei auf einmal, das hätte ich niemals gedacht. Für Skyblock-Verhältnis haben wir schon ziemlich viel abgefarmt. Wir hauen jetzt alles weg, damit der Platz wieder frei wird und dann direkt mal neue Saplings setzen. Und jetzt hier durch diese größere Fläche können wir vielleicht auch mehr anpflanzen. Ah, da oben ist noch ein bisschen Holz. Das nehme ich gleich mit. Ist hier irgendwo noch was? Weil damit sonst bleibt das... Oh, ich bin erschrocken. Sonst bleibt der Kram ja stehen, wenn man nicht alles abbaut. Hier ist noch ein Stück, sehe ich. Das ist jetzt auch gleich weg. Wie war das eigentlich nochmal mit der Erde? Die kann man eigentlich nicht erzeugen. Ja, Erde kriegen wir tatsächlich gar nicht mehr, deswegen müssen wir da ganz sparsam mit umgehen. Ja, was heißt sparsam? Das war's jetzt eigentlich, oder? Jetzt ist Ende Gelände. Also, es ist noch Erde da, deswegen ja. Also, wir haben noch 20 Erde oder so hier in der Kiste. Ach so, Moment. Nee, haben wir nicht. Ach so, du hast die Fläche schon vergrößert? Alles, was wir hatten, habe ich verbaut. Ja, genau, dann war's das. Es ist halt leider ein bisschen was... Aber warte mal, das hier kann ich wegmachen, das hier hinten, das brauchen wir nicht. Ja, vielleicht noch gerade 1, 2, 3. Wenn wir noch 3 haben, ist die Fläche symmetrisch. 6 Stück habe ich hier. Die mache ich jetzt dahin und die anderen 3 mache ich jetzt hier in den Dings. So. Also ich meine, das Einzige, was wir machen können, ist, ich glaube, wenn die Grasfläche halt groß genug ist und ein bisschen, ja, eigentlich ist jetzt ja größer geht's ja nicht, dann spawnen irgendwann, glaube ich, Viecherleins drauf und man kann halt, es müsste richtig Gras wachsen, eigentlich. Das wäre nice. Und hier können wir auch noch ein Stück Erde rausholen. Ich mach das mal eben. Ich werde mal ein paar Äxte machen. Weil ich glaube, jetzt muss jemand hier eine Schicht schieben. Am Generator. Das ist wie so eine Fabrik, so eine Maschine, an der man arbeiten muss. Ah, ich muss wieder Stein produzieren. So eine General oder Generator. Schatz, mach Esse warm. Ich bin am Generator, gell? Yo. Weiß die Frau? Ach jo, Schatz, guck den hier. So, ich habe jetzt einiges Holz. G-Make it. Und habe nochmal ein bisschen Erd. Aus wie viel Erdeblöcken besteht so eine Reihe? Etwa aus 5? 1, 2, 3, 4, 5, ne, aus 7. Damn. Weißt du, vorhin sind ungefähr 3 der 4 Erdestücke leider in den Arsch gegangen. Ich wundere das gerade ein bisschen, dass daher nichts entsteht. Hier entstehen keine Dinger. Ich frage mich, was da los ist. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Fackeln setzen an unser Zeug, das wachsen soll, an das Essen. Denn irgendwie wird es nichts. Na, es wächst irgendwie nicht, habe ich auch den Eindruck.